Hallo, hallo, Ben Whelan hier. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel und heute reden wir über den Anfang Teil 2. Und bevor ich anfange, möchte ich einen lieben Gruß schicken an meinen guten alten Freund Klaus Jäger. Hallo Klaus, ich weiß, du schaust dir das jetzt gerade auch an. Wir sind Freunde seit 43 Jahren und wir haben eigentlich im selben Studio angefangen zu trainieren. Ungefähr einen Monat auseinander haben wir angefangen und wir sind bis heute immer noch gute Freunde. Okay? So. Here we go. Also, an dem Montag bin ich dann ins Studio gegangen. Ich war 17 Jahre alt. Und dann kam ich rein und der Trainer, der hieß da Jochen, wie auch immer. Und er hat gesagt, ah, jetzt müssen wir erstmal deine Maße nehmen, ne? Stell dich erstmal auf die Waage. Und dann habe ich mich auf die Waage gestellt, da war ich so 67 Kilo. Also ich war dünn, aber immer schon athletisch. Hat dann meine Arme gemessen, meinen Brustumfang, meine Beine, la 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 la. Und dann sagte er, hey, hey, so, was ist denn so dein Ziel? Und ich sag, ja, ich möchte Weltmeister werden. Und ich sag, ja, nee, sag jetzt mal, was ist denn jetzt dein Ziel? Ich sag, ja, ich möchte Weltmeister werden. Ah, wirklich, jetzt komm mal, jetzt sag mal ehrlich und jetzt lass mal den Quatsch. Und jetzt sag mir einfach mal, was willst du denn von dem Training hier? Was denkst du, was du erreichen kannst? Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich komme 6-mal die Woche, ich tue, was immer ich auch tun muss, aber ich möchte Weltmeister werden, okay? Und er sagt, ja, 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 okay, 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 okay. So. Und dann haben die mir am Anfang ein Trainingsprogramm gegeben. An das habe ich mich eigentlich ziemlich überhaupt nicht gehalten. Ich habe einfach gemacht, was auch immer ich wollte. Und habe das auch so über die Jahre gehalten. Habe im Prinzip alles, was ich heute weiß, selber rausgefunden. Ich glaube, wenn ich einen richtigen, guten Trainer gehabt hätte, hätte mich das ein paar Jahre, wäre ich da ein paar Jahre schneller hingekommen. Aber so, wie gesagt, habe ich alles selber rausgefunden und dann habe ich halt angefangen zu trainieren, wie gesagt, 6-mal die Woche, überhaupt kein Problem, immer nach der Arbeit. Ich war damals in der Lehre als so ein Zimmermann, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Dann hat mein bescheuerter Stiefvater, ja, das Arschloch, der hat mir gesagt, mach doch was, weil er war Maurer oder so ein Scheiß. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich das halt, ne? So. Und das habe ich also nie gemocht, nicht am Anfang. Und die ganzen Leute, die damit zu tun haben, fand ich alle scheiße, aber ich habe es halt gemacht, ne? Ich hatte halt meine Lehre damit gemacht. So, meine Arbeit ging so bis 5 und ich war dann im Studio um 6. Und dann das Trainingsprogramm, was ich mir so selber zusammengestellt hatte, das ging dann schon 4 Stunden, ne? Also bis 10. Das Problem war, der letzte Bus, der fuhr weg um 9.30 Uhr in mein Dorf, ne? Weil ich habe ja da so einen kleinen Dorf gewohnt. So, das hieß, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde früher raus musste, um meinen Bus zu bekommen. Und da habe ich gesagt, nee, das sind ja fast 3 Stunden Training die Woche, die ich da vermisse. Das sind ja 12 Stunden im Monat, das geht ja überhaupt nicht. So habe ich dann immer schön bis 10 Uhr abends durchtrainiert. Und habe dann einen anderen Bus genommen, der dann ungefähr 5 Kilometer vor meinem Dorf gestoppt hat. Und dann war es dann 11 Uhr und dann bin ich dann die letzten 5 Kilometer zu Fuß gegangen. Okay? Und manchmal war ich so müde, da habe ich versucht im Gehen zu schlafen. So, ich bin dann gegangen. Klappt nicht. Versuchst es gar nicht, geht nicht, klappt nicht, wie auch immer, ging nicht. Aber ich habe es versucht. Ja, na, vielleicht irgendwann klappt es mal. Hat niemals geklappt. Okay? Dann war ich dann zu Hause um Mitternacht und am nächsten Morgen um 5 Uhr musste ich wieder aufstehen, da ging der Tag wieder los. Okay? Aber wie gesagt, von Anfang an war ich so, ja, ich mache das und wenn ich was mache, mache ich das richtig. So nach so 3-4 Monaten fing ich dann schon an, besser auszusehen. Meine Brust ist gewachsen und meine Brust habe ich jeden Tag trainiert. Habe ich dann zu Hause habe ich noch extra zu Hause so einen Besenstab gehabt, so einen Besenstiel und dann habe ich mir noch so 2-3 Steine an die Seite gemacht. Dann habe ich noch so
you know, enges Bankdrücken gemacht, was ja eigentlich mehr für ein Trizeps ist, aber das habe ich ja nicht gewusst. So, ich hab's, ist dann auf die Brust gegangen. Ne? Wenn das nicht weiß, geht's ja auf die Brust, weil, naja, nicht wirklich, aber ist okay. Habe ich gedacht, oh ja, so. Und dann meine Brust, okay, so, dann kam jetzt schon Sommer, ja. Und ich fing schon an, richtig gut auszusehen. Dann bin ich natürlich dann ins Freibad gegangen. Aber wie ich dann im Freibad war, habe ich mein T-Shirt angelassen. Und bevor ich dann ins Wasser gegangen bin, bin ich dann schnell auf die Toilette rein, Tür zugeschossen, gegen die Wand Liegestütze gemacht, schön Brust aufgepumpt, ne, bisschen Trizeps, oh, gut, raus, T-Shirt aus, ah, und ins Wasser, Showtime, ne, und das habe ich dann jedes Mal gemacht. Okay, also wie gesagt, ich war da schon 4 Monate am Trainieren und eines Samstags komme ich ins Studio und da ist so ein Typ, der hat so einen Stab, so einen Holzstab und da mit so einem Loch drin und die, ne, die Schnur durch und unten die Gewichte dran und dann hat er dann diesen gemacht, ne? Er ist diese Bewegung nach vorne und dann diese nach hinten. Sag ich, oh, das ist ja interessant, ne? Sag ich, was machst du denn da? Ah, oh, ist super für die Vorarme. Ich sag, okay. Dann mache ich das jetzt mal. So, und dann habe ich angefangen, das gemacht. Und dann, ja, scheiße. Tut richtig, richtig weh. Hier, so, ganz runter, frei. Shit. Also habe ich dann aufgehört, ne? Und dann bin ich dann nach Hause. Und dann habe ich immer mehr Schmerzen bekommen. Konnte ich gar nicht mehr so machen. Und was ist denn das für eine Scheiße? So, den nächsten Tag wollte ich mir meinen Arsch abputzen und dachte, oh, scheiße, total wehgetan. So konnte ich meine Arme weniger und weniger bewegen. So am Montag konnte ich schon gar nicht mehr trainieren. Da habe ich gedacht, ah, ja, ich bin ja schlau. Dann habe ich mir so einen Strick genommen und habe den mir hier so rumgebunden an beiden Armen und habe dann so Bizeps gemacht, ne? Und andersrum dann Trizeps und der ging dann hier so rum, ne? Aber selbst das hat wehgetan. Scheiße. Okay, dann bin ich zum Doktor gegangen. Ne? Und dann gehe ich zum Doktor und dann machen die meine Röntgenaufnahmen und sagen, dann sagt die zu mir, meine Frau, ja, deine Gelenke sind chronisch kaputt, musst aufhören zu trainieren. Was? Ich habe gerade erst angefangen zu trainieren. Ah! Nee, sind kaputt, chronisch, muss aufhören zu trainieren. Scheiße. So. Dann bin ich dann von einem Arzt zum anderen gegangen, die haben mir alle dieselben Käse erzählt, aber ich wollte das natürlich nicht akzeptieren. Und dann lief ich dann so 3 Monate rum, konnte ich überhaupt nicht trainieren. Und eines Tages bin ich zum Masseur gegangen und da hat er mir gesagt, ah, oh, hast du mal die Fango probiert? Ich sag, Fango, was ist das? Ja, das ist so wie so ein schwarzer Matsch, weißt du? Und die machen das an wie so eine Cast, ne? Als wenn du so einen gebrochenen Arm hast. So ganz rum und das wird richtig scheiße heiß, right? Richtig heiß, du denkst, du verbrennst, ne? Oh! Aber es hat mir geholfen. Nach ein paar Treatments hat es mir richtig geholfen. Oh, shit! Und ich konnte wieder ins Studio rumgehen, ne? Habe ich mir immer schön meine Handgelenke verbunden, aber ich konnte wieder ins Studio gehen. Gut, jetzt habe ich wieder 3 Monate trainiert. Dann sah, also insgesamt habe ich dann 10 Monate trainiert und sah aus wie am Anfang nach 3-4 Monaten, ne? Ganze Zeit für nichts. Okay? Und dann eines Tages, wo ich jetzt gerade wieder gut im Training bin, bin ich auf der Arbeit und denke, ja, was ist denn das für eine Scheiße? Habe ich so einen Schmerz hier unten an der Seite? Mir ist übel, ich bin schwindelig. Mein Gott, das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss mal ins Krankenhaus. Dann gehe ich ins Krankenhaus, untersuchen die mich, haben gesagt, ah, heute Abend Notoperation. Ich, was? Ja, Blinddarm muss raus. Ich, scheiße. Dann bin ich schon in dem Krankenzimmer, habe ich mich schon am Boden gelegt, Liegestütz gemacht und ich kann mich daran erinnern. Kurz vor der Operation, ne, da kriegst du erstmal dieses Mittel reingespritzt, damit du so ein bisschen ruhiger bist. Haben sie mir das Mittel reingespritzt, dann bin ich noch schnell auf den Stuhl, habe dann schnell, ne, ein bisschen Push-Ups gegen den Stuhl und so weiter gemacht. Und dann war ich schon ganz so, weißt du? Und dann haben die mich dann operiert. Jetzt, 1978 war das natürlich ein Riesending, so eine Blinddarmoperation. Ne? Nicht so wie heute, gehst rein, kleiner Schnitt, machen die Laser und all den Schmarrn.
Nee, das war eine Riesenoperation, da habe ich so eine Narbe, ja. Da musstest du 2 Wochen im Krankenhaus bleiben. Okay, weil die dich ja aufgeschnitten haben. So, jetzt war mein Problem, dass du kannst ja nicht lachen, ne? Das tut ja total weh. Ich hatte so einen Idioten auf dem Zimmer. Der war also so ein Idiot. Der hatte so seinen Fuß kaputt, ne? So mit Schrauben drin und so. Und jedes Mal, wenn der aufs Bett gesprungen ist, dann hat der dann so, ist er gegen irgendwas getreten, gehauen, wie auch immer. Das flog dann irgendwie rum und dann musste ich natürlich so lachen. Und dann ist er gegen die Wand, hat sich gestellt, hat sich am Vorhang festgehalten, hat den ganzen Vorhang runtergeworfen, ist fast aus dem Fenster geflogen. Und ich habe ständig lachen, ich habe Schmerzpillen. Und da war ich die ganze Zeit lala gewesen, weißt du, von dem ganzen Schmerzpillen. So, am letzten Tag im Krankenhaus spreche ich mit dem Arzt. Sag ich, wann kann ich denn wieder trainieren? Ach, 6 Monate. 6 Monate? Scheiße! Ja, jetzt habe ich schon wieder alles verloren, ne? Fange ich schon wieder bei Null an. Und jetzt soll ich schon mal 6 Monate warten? Ich sage, ja, okay. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich umgezogen, also ist wirklich ganz so vorsichtig gegangen, ne? Habe mich umgezogen und bin ins Studio gegangen. Dann habe ich mich im Studio mal so ganz vorsichtig, ne, eine Hand so runtergepresst, hingelegt. Und dann habe ich halt trainiert, was immer ich trainieren konnte. Ne? Aber ich bin jeden Tag ins Studio gegangen. Jetzt brauchte ich ja nicht zur Arbeit für eine Zeit lang. Ne? Schön jeden Tag ins Studio gegangen. Ja, gut. So, dann habe ich gedacht, nach 3-4 Monaten, Mann, ich mache jetzt mal eine Meisterschaft. Ne? Und da kam da die Mr. Studio Meisterschaft. Ne? Das war in Bonn. Mr. Studio. Sag, ach, weißt du was, da mache ich einfach mit. Ne? Da bereite ich mich jetzt vor und mache ich einfach mit. Ich habe natürlich gar keine Diät gemacht, wusste überhaupt nicht, was Diät ist. Ne? Habe dann mal so aufgepasst mit dem Posing, habe dann mal so ein paar Zeitschriften angeschaut, ne? Wusste so mehr oder weniger, was zu machen ist. Und bin dann zum Mr. Studio Meisterschaft und habe dann da den 2. Platz gemacht. Hinter unserem Trainer Solazzi, anderes Arschloch. Und ja, ich war zufrieden, die Leute waren alle böse und wieso, macht er denn da mit und lalala. Mir war das so scheißegal, Mr. Studio, come on, meine erste Meisterschaft. Ja, ist doch scheißegal. So, ein paar Wochen später war die Mr. Germany, war richtig? Und damals musste man sich ja nicht qualifizieren. Habe ich gedacht, jetzt bereite ich mich vor und mache die Mr. Germany Wahl mit, ne? Und dann hat mir einer, ich glaube, das war sogar der Solazzi, den habe ich nach einer Diät gefragt, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung. Habe ich dann so Hühnchenbrust mit Senf jeden Tag gegessen und sollte dann also nur das essen. Und dann, da ich ja so ein, you know, so ein Süßer bin, also ich meine vom Geschmack her, habe ich mir dann gedacht, ah ja, mache ich einfach einen Joghurt, ne? Nehme ich in meine Diät rein, kann ja nicht so schlimm sein, weil. Und dann habe ich mir einen Joghurt, so ein halbes Kilo, jeden Tag gekauft und das war voll mit Zucker, ne? War mir egal, hat gut geschmeckt. Da habe ich gedacht, ah, das kann ja nicht so schlimm sein, ne? Und dann habe ich mich selber immer ein bisschen belohnt. Jeden Tag, wenn ich von der Arbeit kam, habe ich gedacht, ach, jetzt habe ich so viel körperlich gearbeitet und jetzt muss ich gleich ins Studio. Ich denke, ich könnte bestimmt ein... Hey! So, jeden Tag, wenn ich von der Arbeit gekommen bin und bevor ich zum Studio gegangen bin, habe ich mir gesagt, ah, komm, jetzt belohnst du dich mal und isst einfach so ein Maß, weißt du, so ein Maß Schokolade. Und dann bin ich zu so einem bestimmten Kiosk und gesagt, ach, gib mir mal ein Maß bitte. Ne? Und dann habe ich das auch jeden Tag gegessen. Aber am nächsten Tag habe ich mir gesagt, na, heute isst du kein Maß. Kam ich am Kiosk vorbei, Kiosk rein, ein Maß bitte. Nächster Tag wieder, heute isst du kein Maß, Kiosk rein, ein Maß. Die ganze Diät habe ich jeden Tag ein Maß gefressen. War einfach so. Maß, Joghurt mit Zucker, wunderbar. Dann bin ich dann zur Mr. Germany-Wahl gefahren. Und ich hatte 24 Athleten in meiner Klasse. Und wir kamen auf die Bühne und damals war es auch total anders. Ne? Da ist ja erstmal jeder rausgekommen.
Und dann haben wir viele Drehungen gemacht und dann hat jeder gepostet. Und weil der andere gepostet hat auf dem Podest, da mussten wir stehen da auf der Bühne. Ne? War einfach so. Ne? Und ich stand dann da, ne? Und ich habe das total genossen. Ich fand das so geil. Ich habe gesagt, ah, das ist ja so geil, hier auf der Bühne zu stehen. Und dann habe ich mir alle angeguckt. Und dann kam es dann zum Vergleichsposen, weißt du, die besten fünf, war ich natürlich nicht dabei. Da habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, das ist so geil, das werde ich richtig, richtig haben. Ich weiß, ich werde da bald dabei sein, um den Mr. Germany-Titel kämpfen. Bald. Lass mich nur weiter hart trainieren und ich komme schon hin. Und für mich war das geil. Und dann habe ich dann den 10. Platz gemacht von 24. Denke, ich war nicht so schlecht mit jeden Tag ein Mars und meinen Zuckerjoghurt, ne? Okay, so, dann ging es weiter, schön weiter trainiert. Und das Problem war, wenn wir Feiertage hatten in Deutschland, waren die Studios immer zu. Und da habe ich gesagt, scheiße, Feiertag, brauche ich nicht zu arbeiten, kann ich den ganzen Tag trainieren und die Studios sind zu. Dann bin ich dann zum Studio und habe gesagt, hey, habt ihr immer zu an Feiertagen? Was ist denn das? Ist doch scheiße. Weil da kann ich... Nee, niemand trainiert an Feiertagen. Okay. Jetzt war ich aber immer bis 10 Uhr abends da, ne? Und dann habe ich gesehen, kurz bevor die zumachten, also um 10, haben die immer alles kontrolliert. Aber die Toiletten, die hatten so einen Schlitz, so hoch, ne? Also konnte man sehen, wenn jemand auf der Toilette war, ne? Von den Füßen. Und dann habe ich gedacht, okay. So, das nächste Mal habe ich mir einfach extra Klamotten mitgenommen und was zu essen. Und dann kurz vor 10 bin ich auf die Toilette gegangen und habe mich dann so auf die Toilette draufgestellt, ne, sodass die meine Füße nicht sehen konnten. Und habe dann die Türe nur angelehnt. Und dann kamen die und sind die gegangen. Und das Licht ging aus. Und dann, ja, gut. Dann bin ich dann raus aus der Toilette und da war so ein Raum, da haben die Leute immer ihre gebrauchten, stinkigen Klamotten, die vergessen haben, liegen gelassen. Und dann habe ich mir dann schön die Besten noch so rausgesucht, habe mir so ein schönes Bett gemacht, habe mich dann dahingelegt, schön geschlafen, nächsten Morgen aufgestanden, hat das ganze Studio für mich, habe ich dann sogar in Unterhose trainiert, war ja scheißegal, war ja keiner, tolle Spiegel, konnte ich mich anschauen. Den ganzen Tag super trainiert und dann bin ich dann durchs Fenster raus. Und mit der Zeit haben die sich immer gewundert, Mann, jedes Mal, wenn der ein Feiertag ist, vergisst irgendjemand das Fenster zu machen. Aber da niemals etwas gestohlen wurde, haben die sich ja wirklich nicht darum gekümmert. Und Kameras gab es ja eh nicht damals, ne? So, zu der Zeit in meiner Lehre bin ich natürlich auch zur Berufsschule gegangen. Und einmal die Woche in der Berufsschule hatten wir Sport. Und ich kann mich daran erinnern, nach unserem Sport, dann haben wir mal da draußen gestanden, das war in so einem Athletikstadion, und da konnte man reinschauen, und da war so ein Typ Bankdrücken am machen, ne? So mit 80 Kilo. Und dann haben wir da mit ein paar Jungs gestanden, und dann haben die gesagt, ah, hey, kannst du das auch? Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und dann habe ich so den Typen angeschaut und habe gesagt, ah, hab dem so abgewunken, ne? So. Kannst gar nichts und so weiter. Und dann hat er natürlich mich gesehen, oh, der kleine Bubi da, der 18 Jahre. Da sagt er, komm rein. Ne? So, dann bin ich dann rein und hab den angeguckt. Und er sagt, ah, kannst du auch, 80 Kilo kannst du ja gar nicht drücken. Ne? Und er sagt, ah, naja, hast du vielleicht recht so. Aber lass uns mal ein bisschen mehr drauf machen. Dann habe ich dann 100 Kilo drauf gemacht. Ne? Also insgesamt war 100 Kilo. Hab raus. Bum, 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 10-mal gedrückt, reingemacht, kam hoch, ja, heute bin ich aber ein bisschen schwach. Und der Typ bleibt. Und all die meine Freunde von der Berufsschule standen natürlich draußen und sind verrückt geworden. Ne? Fanden das natürlich ganz klasse. Und von dem Tag an ging natürlich in der Berufsschule das rum wie ein Lauffeuer, wie stark ich bin und so weiter und so fort. Jetzt, das Problem war, erstmal, es war nicht ein Problem, dass jeder mich jetzt Buddy genannt hat. Ey, Buddy! Also, Body, ja, Bodybuilding. Buddy, Buddy, ey, Buddy!
jedes Mal, wenn ich jetzt zur Berufsschule gekommen bin, ja, muss ich mit diesen ganzen Idioten da mich herumschlagen. Nicht schlagen im Sinne von schlagen, aber die waren... So, ich komme in die Berufsschule rein und da ist einer, hey, Buddy, kannst du das auch? Und dann schmeißt er sich auf den Boden und macht Liegestütze mit einer Hand und dann mit der anderen Hand und, hey, Buddy, kannst du das auch? Und like, ja, ne? Da habe ich immer so, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ne? Anderes Mal komme ich rein, ist so ein anderer Typ, also da war so ein ganz fettes Schwein von der Parallelklasse, der war so 120, 130 Kilo, ne? So ein Riesentyp, riesenfett. Und der war so ein Eisenbieger oder was immer auch der Scheißberuf genannt wird. Und dann kam der in die Schule, ne? Und sagt, ey, Buddy, kannst du das auch? Und hat das so ein Eisen. Und hat das dann Eisen dann verbogen. Ey, Buddy, kannst du auch, ne? Glaub ich nicht. Hey, kannst du nicht, ne? Und der Typ, besonders der Typ, ist mir so auf die Eier gegangen. Jeden Tag, ich komme in die Schule, hat der was anderes. Hey, Buddy, kannst du das auch? Kannst du nicht, ne? Und ich habe die immer ignoriert. Hab gesagt, ah, komm, lass dich nicht auf die Idioten ein. Eines Tages hatte ich mal schlechte Laune, ne? Und dann kommt dieses fette Schwein wieder an, ne? Hey, Buddy, kannst du auch, ne? Kannst du nicht. Dann bin ich dahin, hab ich ihn gepackt, hochgehoben, auf den Boden geschmissen und sag, hey, Buddy, kannst du das auch? Kannst du nicht? Ruhe. Jeder in der Halle, ruhig, keiner hat mir was gesagt. Von den Tagen an hatte ich Ruhe. Oh. Dann hatten wir noch so einen anderen Idioten, unser Klassenlehrer. Wir waren 42 Schüler und vom ersten Tag hat er uns gesagt, ah, es sind zu viele, die Hälfte von euch schmeiße ich raus. Und der hat immer, der war so 40 Jahre alt und der war am Bau sein Leben lang und er hat gedacht, der ist der Held, ja. Hat er mir gesagt, ach, ihr seid ja alles Kinder, ihr habt ja nichts in der Mauer. Und dann hat der wirklich jeden Tag sich zwei, drei ausgesucht von uns und hat mit denen Armdrücken gemacht. Als Klassenlehrer. Und natürlich, der hat immer gewonnen, ne. Und dann eines Tages war ich dran, ja. Aber der hat sich schon gesagt, ah, vielleicht ist der, ne, der hat ja schon mal gehört, Buddy, vielleicht ist der ein bisschen stärker, nehme ich den zuerst ran, ne. Dann hat er gesagt, ah, heute, du. So, okay. So, ich saß da und ich war, ne, voll auf Fighting und Angriff. Und dann hat der angefangen zu drücken. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Der kann ja gar nichts. So, und dann habe ich dem so ein bisschen gewinnen lassen, ne, so, oh, nee. In seinem Kopf wurde richtig rot, ne? Und im Moment, wo ich gesagt habe, nee, alle sind natürlich ausgeflippt in der Klasse. Und dann habe ich ihn wieder ein bisschen gelassen. Oh, nee. Und die Jungs um mich herum sind total ausgeflippt. Und dann habe ich gesagt, so Jungs, sagt mir Bescheid, ne? Wann soll ich den Typen denn jetzt hier fertig machen? Ne? Und dieser 1, 2, 3, psch. Und dann, ja, okay, kein Problem. Und dann hat er mich natürlich auch total gehasst von dem Tag an. Ne? Okay, so, ich hatte mich dann entschlossen, den bestgebauten Athleten in Europa mitzumachen. Und die Show war im September und jetzt war es Juni. Aber ich habe immer noch Fußball gespielt. Zu den Morgen habe ich Fußball gespielt und habe mir, also nicht ich, so ein Arschloch, hat mir voll in mein Bein getreten und ein glatter Bruch, ne? Glatt das Bein gebrochen. Bin ich ins Krankenhaus, da haben die gesagt, ah, braucht man gar keine Nägel reinzumachen. Dann machen wir jetzt einfach so einen Cast, ne? So einen Gipsfuß. Und dann ist das so. Und dann kannst du nach Hause gehen. Haben die mir ein paar Krücken gegeben, dann bin ich dann nach Hause. Das war morgens um 11 oder wie auch immer und um 5 Uhr Nachmittag war ich im Studio. Auf Krücken. Und hab dann noch Brust und Rücken trainiert, kann mich noch gut daran erinnern. Und alle haben gesagt, was machst du denn hier? Ich sag, Mann, ist doch super. Ja, jetzt kann ich keine Beine trainieren, aber jetzt brauche ich nicht zu arbeiten. Komme ich den ganzen Tag ins Studio. Und jeden Tag bin ich ins Studio gegangen. Ne? Einziges Problem war, es war ein ziemlich weiter Weg von meinem Dorf. Ich musste zwei Busse nehmen und dann noch
die Straßenbahn und dann von der Straßenbahn zum Studio, das waren auch noch 800 Meter oder wie auch immer, ne? War sehr ermüdend. Das Problem war, nachdem ich Trizeps trainiert hatte, musste ich mich echt alle 100 Meter hinsetzen. Das ging überhaupt nicht mehr, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Aber wie gesagt, ich habe jeden Tag trainiert und habe eigentlich gute Fortschritte gemacht, zumindest in meinem Oberkörper. So, der Gips kam runter nach 6 Wochen und ich habe aber schon nach 3 Wochen angefangen, auf dem Gips zu gehen, ne? Um mich schon mal dran zu gewöhnen. Und dann konnte ich eigentlich schon ziemlich schnell wieder Beine trainieren, nachdem der Gips runterkam. Und dann habe ich gedacht, Mann, da ist eine Show im November, Mr. Nordrhein-Westfalen, da könnte ich doch einfach mitmachen. Ne? Ja, jetzt meine Beine waren natürlich nicht so klasse, ne? Die waren ein bisschen dünner Seite, aber mein Oberkörper war ziemlich gut. So, für die Vorbereitung habe ich gesagt, okay, keine Maß mehr, ne? Maß. Der Joghurt habe ich immer noch genommen, der Zuckerjoghurt war immer noch drin, aber keine Maß mehr, ne? Und eines Tages, ich glaube war so 3 Wochen vor der Meisterschaft, da kam ich nach Hause und da war eine große Party, weißt du, meine Eltern hatten ein Restaurant und meine Mutter hatte so einen Erdbeerkuchen gebacken, ne? Und der war komplett fertig, stand der da und dann, naja, kann ich ja nie essen, ne? Dann bin ich dann hoch, habe versucht zu schlafen, konnte nicht schlafen und habe nur diesen Erdbeerkuchen im Kopf gehabt. Und dann habe ich gedacht, na okay, weißt du was, jetzt gehe ich einfach runter, esse ein kleines Stück, ist ja kein Problem, ne? So, dann bin ich runter, alles war schon zu, habe mir ein kleines Stück Erdbeerkuchen genommen, in den Mund gesteckt, bin ich raufgegangen, habe mich ins Bett gelegt und in den Mund dann bin ich, oh fuck, bin ich wieder runter, habe wieder ein Stück Erdbeerkuchen genommen, bin ich wieder raufgegangen, habe ich wieder hingelegt. Nee, jetzt muss ich das Stück auf Englisch und dann bin ich wieder runtergegangen, habe den Rest des Stücks gegessen, bin wieder raufgegangen, habe gesagt, so, das ist es jetzt. Die ganze Nacht bin ich rauf und runter gelaufen, bis der ganze Erdbeerkuchen weg war. Habe ich den also gegessen. So, ich kam dann zur Meisterschaft und die hatten keine Teenager, die hatten keine Junioren, die hatten nur Open-Man-Klassen. Und dann bin ich dann Zweiter in der Männerklasse geworden. Ne? War ziemlich gut, ne? Für meine Erdbeerkuchen, Zuckerjoghurt und fast keine Beine. Dann ging es weiter, schön trainiert. Aber ich hatte immer mehr Probleme auf der Arbeit. Ne? Und ich habe diese Typen absolut gehasst. Und eines Tages, es war wirklich so, eines Tages bin ich zur Arbeit gefahren. Aber anstatt zur Arbeit zu fahren, bin ich einfach zum Büro gefahren. So hat mich irgendwie was da hingezogen. Und habe ich gedacht, weißt du was, ich kündige. Und dann bin ich ins Büro rein. Und da war ich am Überlegen, ob das da wirklich der richtige Beschluss war. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn ich die Nationals, also den Mr. Germany gewinnen will, kann ich das nur, wenn ich den ganzen Tag trainiere. Und wenn ich arbeite, kann ich nicht den ganzen Tag trainieren. Also kündige ich meinen Job, kriege dann noch meine Arbeitslosengeld, Hilfe, wie auch immer, und riskiere das einfach und trainiere den ganzen Tag und hoffe, dass ich den Mr. Germany gewinne. Ne? So, dann bin ich dann ins Office rein da, der Typ stand da, sagt, ey, ich kündige. Warte mal. Lass mal, jetzt sitze ich erstmal hin, ne? Nee, sag ich, ich kündige. Nee, jetzt sitze ich erstmal hin und lass uns mal reden. Und dann guckt er so und dann sagt er, hey, du hast nur noch 5 Monate von deiner Lehre übrig, ne? Bist ja fast fertig, ist ja dumm, wenn du das jetzt machen würdest, ne? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir sein ganzes Gesabbel da mal angehört, weil ich hatte ja Respekt vor der Person. Und dann habe ich gesagt, bist du fertig? Und dann hat er gesagt, ja, ich kündige. Und dann bin ich raus und ich erinnere mich noch, wie ich rausgegangen bin, da habe ich mich so gut gefühlt, so frei und so gut. Das einzige Problem war jetzt meine Eltern. Denen konnte ich natürlich nicht sagen, dass ich gekündigt habe. Also habe ich so getan, als würde ich jeden Tag zur Arbeit fahren. Jetzt hatte ich aber glücklicherweise zu dem Zeitpunkt schon ein Auto. Aber das Studio hat gar nicht aufgemacht vor 9 Uhr. Und ich musste auf der Arbeit um 7 Uhr sein. So bin ich dann jeden Tag aufgestanden, wie immer, habe mich so fertig gemacht, bin rausgefahren, ich gehe jetzt zur Arbeit und bin eigentlich zum Studio gefahren und habe dann vor der Türe 2 Stunden gewartet. 3 Monate lang.
Und meine Eltern haben niemals gewusst, dass ich nicht mehr arbeite. Weil ich habe dann von 9 bis 5 trainiert, habe das so richtig schön ausgebreitet, mein Training. Und dann um 5 bin ich dann nach Hause gefahren und habe meine Mutter gesagt, was bist du denn schon zu Hause, wieso trainierst du nicht? Ja, Mann, weißt du, im Moment trainiere ich nicht, ich arbeite nur. Okay. So, in den nächsten 3 Monaten habe ich natürlich super Fortschritte gemacht. Ne? Jetzt musste ich nicht mehr arbeiten, jetzt war ich den ganzen Tag im Studio und habe mich total verbessert, viel Masse aufgebaut, aber gleichzeitig auch viel Definition. Meine Diät habe ich diesmal auch richtig gemacht, also keine Zuckerjoghurt und keine Mars Bars und none of den Scheiß. Also alles richtig gemacht, mich richtig vorbereitet und es hat angefangen richtig gut auszusehen. Und dann war es so 2 Wochen vor der deutschen Meisterschaft, da war noch eine andere Meisterschaft, die war so eine der besten 3 in Deutschland gewesen. Also das habe ich mir gedacht, dann mache ich da natürlich auch erstmal mit. Und dann 5 Tage vom Wettkampf wurde mir auf einmal ganz schlecht. Weiß ich nicht, habe ich was Falsches gegessen, dann musste ich erstmal kotzen. Und dann habe ich erstmal 2,5 Kilo in der Toilette verloren. Sah zwar immer noch gut aus, aber nicht mehr so super aus wie vorher. Habe mich aber dann doch entschlossen, am Freitag, einen Tag vor der Meisterschaft, dahin zu fahren und mitzumachen. So, dann kamen wir jetzt zur Meisterschaft hin. Und da waren 26 Athleten in meiner Klasse. Ja, war ja kein Problem. Jetzt sind wir sind alle raus, haben Vierteldrehung gemacht. Und dann haben die das so gemacht, dass alle von der Bühne runtergegangen sind. Und dann haben die in Fünfergruppen Leute aufgerufen. Und dann haben die dann die Vergleichsposen gemacht, ne? Pflichtposing. So, und früher war das so, dass sie die Besten erst am Schluss rausgeholt hatten. Ne? Habe ich natürlich auch nicht gewusst, aber war halt so. Ne? So habe ich gesagt, wir sind 26, okay, dann machen die 5er-Gruppen und eine 6er-Gruppe, ist ja kein Problem. So, und dann sind wir runter von der Bühne und dann stand ich dann direkt neben dem Vorhang und habe auf meine Nummer gewartet. Erste Gruppe geht raus, nicht meine Nummer. Zweite Gruppe geht raus, nicht meine Nummer. Dritte Gruppe, nicht meine Nummer. Vierte Gruppe, nicht meine Nummer. Habe ich gesagt, okay, jetzt ist hier nur noch eine Gruppe übrig, dann gehen wir halt die 6 raus, ne? In die letzte Gruppe. Und dann rufen die Nummern auf, la 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 la, aber nicht meine Nummer. So stehen da jetzt wieder nur 5 Typen auf der Bühne und da steht der Typ am Vorhang, der da alles und sagt, hey, die haben meine Nummer nicht aufgerufen. Sagt, hey, warte mal. Ich sage, nee, die haben meine Nummer nicht aufgerufen. Ich müsste jetzt auf der Bühne stehen, weil ich habe überhaupt nicht gepostet, keinen Vergleich gemacht, nichts. Da sagt er, nee, warte, die vergleichen gerade. Ich sage, ja, ich weiß, aber ich sollte doch dabei sein. Ich sage, nee, warte. Okay. So, die 5 sind fertig und wie die runterkommen, da sagt der Head Judge, und hiermit ist die Prejudging, also die Vorwahl für diese Klasse zu Ende. Und ich wieder zu dem Typ, hey, die haben mich vergessen, die haben mich. Sagt er, weiß ich nicht, kann ich nichts machen. Sag, aber ich habe überhaupt nicht gepostet. Sagt er, da, tut mir leid, kann ich nichts machen. Scheiße. Was ist denn hier los? Dann bin ich dann ganz deprimiert in meine Ecke gegangen, habe meine Klamotten angezogen, hab fast geheult, so sauer war. Dann kommt das Mädchen an, mit der ich da war. Und da sage ich, weißt du was, wir fahren jetzt nach Hause. Da sagt die, nee, warte mal. Ich sage, ach scheiße, die haben mich noch nicht mal verglichen, wir fahren jetzt einfach nach Hause, ich habe die Schnauze voll. Und sie sagt, nein, wir bleiben bis heute Abend, warte mal ab, man weiß ja nie. Ich sage, wie, man weiß ja nie. Die wollten mich noch nicht mal mehr sehen. Nein, wir bleiben. Okay, wir bleiben. So, dann waren wir dann am Abend bei der Abendmeisterschaft, Abendveranstaltung. Und da war ich dann hinter der Bühne, wollte ich mich noch nicht mal mehr ausziehen. Ich so, scheiße, ich komme so nicht auf die Bühne. Dann habe ich gesagt, ja, zieh deine Klamotten aus. Okay, habe schon meine Klamotten ausgezogen, aber ich habe mich nicht aufgepumpt, ich habe mir kein Öl drauf gemacht. Sag, für was denn brauche ich sowieso nicht, ich gehe eh nicht raus. Ne? Und auf einmal kamen so 2, 3 Typen hinter die Bühne. Sagen die, Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Was denn? Die haben mich total verarscht. Ich sage, ja, oh mein Gott, du bist so geil, du bist so super, die haben dich total verarscht. Was ist denn hier abgelaufen? Habe ich ja noch nie erlebt.
Sag ja, was soll ich dir sagen? Mann, sagt er, wie alt bist du denn? Ich sag 18. Oh mein Gott! In einem Jahr bist du Mr. Germany, in zwei Jahren bist du Mr. Europa. Mach dir überhaupt keine Sorgen. Das sind Arschlöcher hier, komplette Wichser. Die haben mich total abgezogen. Du bist absolute Superklasse, Junge. Mach weiter so, mach weiter so. Ich sage, oh, okay, danke. So, jetzt kam meine Klasse dran und die haben nur die Top 5, also die ersten 5 rausgerufen, um die Pokale zu geben, ne? Naja, war kein Problem. Und die rufen die Nummern auf und auf einmal ist meine Nummer dabei. Ich sage, oh, was der Scheiße, wie meine Nummer? Und dann sagt der Typ im Form, geh raus, ne? Ich sage, oh, okay, kein Eulen, nicht auf Rumpf. Ich gehe einfach raus und ich stehe dann da raus. Ja, 5. Platz, 4. Platz, 3. Platz, 2. Platz, 1. Platz. What? Sag ich, wie? Ich habe gewonnen? Sag ja, hier, und kriegt mein Pokal, den 1. Platz. Und dann sagt der Hauptjuror, hey, du bleibst jetzt da und wir warten jetzt auf den Gesamtsieg. Du machst jetzt Gesamtsiegerstechen, ne? Ich rufe jetzt die anderen raus. Ich so, what? So, und da waren ja noch, die anderen haben ja noch da gestanden, dann habe ich ihm so auf die Brust gehauen, die haben sein Öl genommen, hab dann so gemacht und hab gesagt, hey, komm mal her. Hab ich den genommen, hab dem sein Öl genommen, so schön, die Arme rum so, und dann habe ich auf den Boden mich fallen gelassen und Liegestütz gemacht, bum, 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 ganz schnell. Und dann kamen die anderen fürs Gesamtsiegerstechen und dann sagt der Headshot, hey, also wenn du mit deiner Scheiße jetzt mal fertig bist, dann können wir vielleicht mal ein Gesamtsiegerstechen haben. Ja, warte. Nein, jetzt. So, komme ich hoch und dann habe ich endlich gepostet. Das erste Mal an dem Tag, dass ich ein paar Doppelbizeps und so weiter gemacht habe. Und dann werde ich Gesamtsieger. 7:0 Kampfrichterstimmen. What? So, ich gehe von der Bühne runter und da kommen die Juroren angelaufen. Da sage ich, was ist denn hier passiert? Da sagen die, ja, Mann, weißt du bist so gut, du brauchst es überhaupt nicht zu vergleichen. Da sage ich, was macht ihr denn? Ich wäre fast nach Hause gefahren. Da sagt er, ja, du musst das verstehen, du bist so gut. Du wirst in 2 Wochen auf der deutschen Meisterschaft, wirst du ganz vorne sein. Da sage ich, ja, okay, aber ich wäre fast nach Hause gefahren. Kann mir einer nicht mal irgendwas sagen? Wäre da nicht einmal mal zu mir gekommen und hätte gesagt, hey, super. Warte, oder irgendwas. Keiner hat mir, ja, du musst verstehen. Sagt, nee, verstehe nicht. Ich wäre fast nach Hause gefahren. So, nach der Meisterschaft hatte ich dann 2 Wochen Zeit. In den 2 Wochen habe ich die 2,5 Kilo wieder zurückgeholt, ne, und sah natürlich noch besser aus. Selbe Definition, aber halt mehr Muskeln. Und bin dann zur deutschen Meisterschaft gefahren. Mein Arschloch von Stiefvater war natürlich auch da, weil jetzt hatte ich ja die Meisterschaft gewonnen 2 Wochen vorher. Jetzt wollte er natürlich mal sehen, was ist denn das? Hä? Was ist denn da los? Ne? Schauen wir uns das mal an. So, dann machen wir die Vorwahl und ja, ich durfte posen und so weiter, Vergleichsposen. Machen wir die Vorwahl und ich hatte ein richtig gutes Gefühl nach der Vorwahl. Ne? Weißt du so, wenn die Rohren dich so anschauen, da hast du schon so ein gutes Gefühl. Und dann kurz vor der Abendveranstaltung, da gehe ich ins Foyer und das Mädchen, mit dem ich da war, die ging dann mal raus spazieren. Auf einmal kommt die reingerannt, ist am Heulen. Ich sage, was ist denn los? Ja, da war ein Typ, der wollte mich vergewaltigen, hat mir seinen Penis gezeigt, der ist ganz nackt, der steht da. Ich sage, oh, come down, beruhig dich. Okay, wie sieht der aus? Und was macht er? Ja, der hat so einen Trenchcoat an und so und so. Und ich dachte, oh Gott, ich habe nur 1 Stunde, bis ich auf die Bühne muss. Ne? Ich sage, okay, weißt du was, ich gehe jetzt mal raus, ich schau mal, ob ich den Typen finde. So, da bin ich raus aus dem Auditorium und bin dann ganz um das Auditorium rumgelaufen. Und es war schon dunkel, ne? Bin so ganz rumgelaufen und auf einmal, wo ich fast ganz um die Ecke bin, da sehe ich da im Dunkeln so einen Typ, der sich gegen den Baum lehnt, ne? Und like, sag ich, das ist vielleicht der Typ. Und dann schaue ich und da waren keine Vorhänge und nichts im Auditorium und da hat der in die Umkleiden reingeguckt. Aber von den Männern damals gab es ja gar keine Weiber zu der Zeit. Da hat er sich die Männer angeguckt und was ich an einem runterholen, ne? So, dann bin ich dahin, dann sag ich, hey, was ist denn hier los? Und dann
schaut er mich an, so ein hu, hu, und dann kommt er so auf mich zu und ich sage bum bum, so links rechts, und er sagt juhu, nicht schlagen, nicht schlagen, und dann rennt er weg, ne? Und ich stehe da like scheiße, der ist nicht umgefallen. Und das Einzige, woran ich denken konnte, ist, dass der Typ nicht umgefallen ist, weil normalerweise, wenn ich jemanden schlage, die fallen immer um. Der ist nicht umgefallen. Und der hat mich total imponiert. Und dann stand ich da und dachte, wow, Mann, der Typ kann ja richtig, richtig einstecken. Und das war gar nicht mehr so, dass ich da irgendwie jetzt gedacht habe, na, den Typen musst du jetzt vermöbeln oder wie auch immer. Was wie. Nee, ich war jetzt so richtig so, wow, wow. Guter Typ, hä? So, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht war ich auch nur schwach von meiner Diät. Ne? Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man auf Diät ist. So, dann bin ich schon wieder rein. Und dann habe ich gewonnen. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und auf einmal war mein Stiefvater, oh, mein Sohn, mein, auf einmal war ich sein Sohn, ja. Und die hatten so ein Restaurant gehabt. Und dann kamen wir da ins Restaurant rein. Und hat direkt ihm erzählt, und ich sag, ja, da muss er auch mal posen. Und dann bin ich dann in die Küche gegangen von meiner Mutter. Und dann habe ich dann mich angefangen aufzupumpen, habe mir so ein bisschen Salatöl draufgeschmiert. Ne? Und sie war Essen am machen, ich war da mittendrin, mich am Aufpumpen. Und dann bin ich dann da raus, auf so einen Tisch, und dann habe ich dann da rumgepostet und jeder sagt, ja. Ne? Hatte eine gute Zeit, obwohl ihr überhaupt nicht wisst, was ich da gemacht habe. Ne? Und dann war dann so. Ne? Und dann mein Vater war ganz stolz. Also mein. Oh mein Gott, ich habe ihn meinen Vater genannt. Am nächsten Tag haben wir uns hingesetzt und dann habe ich meinen Eltern gebeichtet, dass ich vor 3 Monaten gekündigt hatte. Und da waren die gar nicht sauer. Die waren einfach nur stolz. Und haben gesagt: Ah, du wirst schon einen Weg finden, wie es weitergeht. Ne? So, und dann am Montag kam ich ins Studio zurück und da hat der Volker, der Studiobesitzer, gesagt, hey, ich möchte mit dir reden. Dann sag ich, ja, okay. Und er hat mir einen Job angeboten als Trainer für 1500 D-Mark. Das war verdammt viel Geld in 1980. Als Erstgehalt 1500 D-Mark im Monat. Und dann habe ich den Vertrag unterschrieben. Und alles hat sich super gelohnt für mich. Dann bin ich ja noch die ganze Woche rumgefahren mit meinem Pokal, habe jedem meinen Pokal gezeigt, der ihn sehen wollte oder nicht sehen wollte. Und der ihn nicht sehen wollte, bin ich dann extra ein bisschen länger geblieben, damit sie den auch richtig sehen konnten. Und dann habe ich so ein Gefühl bekommen, als wäre ich irgendwie so ein Gott. Ne? Habe ich auf einmal gedacht, Mann, wenn ich gehe, kommen meine Füße gar nicht mehr richtig auf die Erde, weil ich bin so der Shit, ne? Ich bin so gut und so special, I'm the special one, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt noch mit diesen Erdlingen alle reden sollte, ne? Ja, so war ich drauf. So viel zu Teil 2. Das nächste Mal gibt's Teil 3 und Teil 4, Teil 5, Teil 6, meine ganze Karriere werde ich euch nochmal erzählen, und glaubt mir, da gibt es viel zu erzählen und ihr werdet es genießen, okay? Bis dahin, Ben Wellen sagt out!